Hallo und willkommen zurück zu Legends of Emberland 2. Und wir sind hier unten im Süden, wo wir uns jetzt weiter den Weg hier anschauen, wo wir zu einer Höhle kommen sollten, mit der wir die Wüste wohl umgehen können. Oh. Aha. Interessant, dass hier man die Fragezeichen sieht, wenn man auf der richtigen Stelle ist. Okay, ja gut, müssten wir sowieso, wir haben jetzt nicht hier so wahnsinnig viel Auswahl, wir müssten hier auf jeden Fall runter. Wir hatten schon gesehen, auf der anderen Seite sind auch noch, ist auch noch eine Burg oder so. Also da müssten wir dann mal hin. Ja, ich hätte vielleicht rasten sollen. Auch denn sowas. Vielleicht geht das sogar noch. Magic Arrow. Stirb. Hat geklappt. Okay. Aber für den nächsten sollten wir rasten. So, eine volle Rast. Gegner sind in der Nähe. So. Und dann sind wir an Stunde 6. Wir sollten hier auf jeden Fall Regeneration machen. Mittlerweile verbraucht das auch nicht mehr so viel Mana. Also, die Punkte sind zwar noch dieselben, aber im Vergleich, 21 Mana, wenn wir jetzt hier einen, so ein Lightning für 20 casten, dann ist das halt auch nicht mehr so der riesige Unterschied. Oder hier die 13, ja, also, das sollte man hier, denke ich, so ziemlich immer nutzen. Okay. Das hier sind jetzt einfache Gegner und vor allem Dingen, wenn die einzeln kommen, sollten wir die mit Sparflammenzauber erledigen, damit wir eben möglichst viel machen können. Also da vielleicht nochmal zur Erinnerung, weil ich glaube, das habe ich so häufig nicht angesprochen. Moment. So. Also, wieso wir das Ganze so machen, ist schlussendlich ein Hauptgrund. Das ist, weil es auch einen Erfolg gibt, das innerhalb von x Tagen zu schaffen. Ich vermute aber, dass wir das nicht schaffen werden. Der zweite ist, dass wir auch geldlimitiert sind, sozusagen. Also, rein theoretisch könnten wir das ohne Geld machen. Aber dann müssten wir auch ohne Mana auskommen, weil Mana kriegt man nur, wenn man Geld hat, sozusagen. Weil für Mana muss man rasten oder Stufe steigen lassen. Die Lebenspunkte könnte man theoretisch unendlich heilen lassen, indem man immer wieder zu so einem Brunnen rüber teleportiert und dann wieder zurückgeht. Das Hin und Zurück dauert aber 8 Stunden, weshalb ich das eben jetzt nicht machen will, weil ich ja diesen Erfolg mir holen will. Ich kann mal gerade noch gucken, ich habe nämlich jetzt auch nicht mehr im Kopf, was für ein Zeitlimit man hatte. 182 Tage. Es ist also schon verhältnismäßig eng wahrscheinlich gestrickt. Also wenn wir schon jetzt bei Tag 49 sind. Man weiß aber natürlich jetzt auch nicht, wie viel ist da noch und wie viel ist optional, weil das kann nämlich auch gut sein, dass wir dann 2-3 Inseln oder sowas gar nicht machen müssen, um das Spiel abzuschließen. Und dann probieren wir das auch. So, den machen wir jetzt erstmal so. Natürlich werden wir uns jetzt alles anschauen, aber dann könnte man das halt machen, um damit dann das Spiel geschafft zu haben. Und dann... Okay, hier müssen wir aber... mach mal Feuerbälle. Die sind halt ein ganz netter Kompromiss. Ja, komm, mach mal den weg. Und dann können wir hier wieder auf Magic Arrow gehen. Ach, da ist jetzt noch einer. Dann doch nicht. Feuerball. Mhm, hier. Naja, aber die machen halt verhältnismäßig wenig
Schaden, Feuerball. Feuerball. Und da sollten wir einmal wieder heilen. Weg. Da haben wir einen Heal, machen wir den da drauf. Und dann müssen wir jetzt hier wieder auf den einfachen Schadenszauber wechseln. Weil das andere hier Verschwendung wäre. So. Da haben wir wieder eine Hütte. Und da ist die Höhle. Okay, Kabaldur, the last dwarven miner on the southern archipelago, der letzte Zwergen-Minenarbeiter hier. There used to be a dwarven settlement here many, many years ago, but they found a better ore deposits on the western island, so they relocated. I did not. Anyway, there are three caves connected with each other. If you go through these, you will reach the town. Okay, sind drei Höhlen insgesamt, die miteinander verbunden sind, und das waren alte Zwergenminen, und ja, der Zwerg ist aber da nicht mehr, ja, der ist halt noch hier, aber die anderen Zwerge sind alle abgehauen, weil die irgendwo anders besseres Erz gefunden haben. Dann gucken wir mal, hier haben wir Schlangen, die gehen auf jeden Fall. Da müssen wir noch nichts machen, Attack und a Magic Arrow, da halten wir auch erstmal Sparflamme. So. Mhm. Zack, zack, zack. Und der kann mal heilen. Wobei, der kann wahrscheinlich sogar besser angreifen. Der macht immerhin noch 22 Schaden. Die macht, glaube ich, da noch weniger. Das ist halt das Problem. Der kann eigentlich gar nichts. Also das ist echt... ja, da haben wir jetzt trotzdem mal. Mhm. Okay. Ja, da greifen wir einfach jetzt erstmal nur weiter an. Mit allem Schaden. Der macht zu wenig, als wenn der irgendwie gefährlich werden könnte. So. Weiter. Oh, und damit sind wir schon durch. Okay, und da geht's dann direkt in die nächste Höhle. Und da sehen wir auch schon, da haben wir es mit etwas böseren Schlangen zu tun. Dann heilen wir hier erstmal. So, Angriff. Geht aber auch, also. Da müssen wir aber gucken, wenn da natürlich jetzt zwei gleichzeitig sind, dann müssen wir. Dann müssen wir da alles raushauen. Dann machen wir hier erstmal den. So geht's jetzt erstmal, und wir halten das auf Magic Arrows. Wobei, jetzt können wir hier schon wieder sehen, die haben deutlich mehr Mana als die. Also da machen wir einmal, zweimal Lightning. Um der wieder beizukommen, dass die halt nicht zu viel Mana haben, weil das nutzt uns nichts, wenn die nachher noch die ganze Mana übrig haben. Okay, weg. Einmal den Heal hier da drauf. Das sind... Okay, ist einer. Wir müssen danach sowieso zur Stadt zurück, aber ich mache jetzt hier normale Angriffe. Dieses Fokusangriff, das nutzen wir dann auch, sobald wir hier mal zwei haben sollten. Den Play Song können wir jetzt schon mal machen. Wir müssen jetzt hier sowieso alles quasi... alles nutzen, was dann geht. Messi lohnt sich jetzt hier noch nicht. Ein einzelner Heal eigentlich auch nicht. Ich mach hier normalen Attack einfach. Ja. Ja, das sieht zwar ein bisschen eng aus. Mach mal hier einmal ein Messi.
So. Und da sollten wir noch mal das mit dem Mess hier. Dann kommen wir da mit der Mana ein bisschen bei. Ja. Magic Arrow. Klang. Da wechseln wir auf Lightning. Da geht's noch. Machen wir noch mal ein Mess hier. Er macht halt die ganze Zeit Gruppenaue. So. Aber das hat auch ordentlich Erfahrung gebracht. Da haben wir wieder einen. Heal. Da müssten wir jetzt tatsächlich die heilen. Viel mehr geht hier jetzt auch nicht. Also, ja, wir gucken mal. Hier müssen wir mal ein Mass-Heal machen. Ja, genau, die haben nämlich dann so langsam ein Problem. Aber da müssen wir auch einen Fokus nutzen. Da können wir jetzt gar nichts mehr machen. Okay. Der hat jetzt den Fokus benutzt und dadurch wieder super viel. Die kann gar nichts mehr machen außer Recovery. Mal gucken, ob wir vielleicht noch... Okay, da haben wir jetzt sogar zwei. Und die kommen auch beide ran. Mal gucken, wenn wir warten. Haha! Okay, da pusten wir jetzt den... Wir machen erstmal normale Angriffe. Heal. Aber... Normal mit dem fetten Lightning ruhig rein. Da können wir den Recovery auch direkt raushauen. Da braucht man noch keinen Heal. Da können wir den Fokus schon mal nutzen. Lightning. So, dann haben wir den auch einzeln. Wir haben immer noch ordentlich Lightning, was wir casten können. Da können wir einmal hier, dann müssen wir den sogar da drauf machen, glaube ich. Ah, shit, das war natürlich Quatsch, der hätte gerade noch Lightning machen müssen. Lightning. Da geht jetzt aber auch unsere Mana aus und da sind noch mehr. Wir könnten theoretisch jetzt noch mit dem wieder die Mana rauspumpen. Wir hätten hiermit auch noch ein bisschen was. Mass hier. Einer ginge noch. Da benutzen wir jetzt hier auch die Strikes. Und dann hier den Lightning. Da den Magic Arrow. Mit etwas Glück kriegen wir noch einen Tod. Aber das sieht schon... Also das sieht schon noch so aus, wenn wir das schaffen würden, aber... Ja, viel Spielraum ist da nicht. Wir können aus Spaß den auch noch versuchen, aber... Wir haben auch, glaube ich, jetzt hier schon... Ja, genau, Stufenaufstieg ist drin. Probieren wir den auch noch, aber der müsste jetzt schon genau das Richtige machen, damit das überhaupt funktionieren kann.
Da haben wir Lightning nicht mehr. Wir können jetzt noch, ja, 14 Mal den casten. Bis dahin werden wir aber nicht überleben. Ja, die stirbt jetzt. Dann machen wir Elven Touch. Da kommen wir nicht mehr nach. Ja, das ist vorbei. Ja, und da gehen die drauf. Und da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Wir haben auch keine anderen Spells mehr oder so. Also, da müssten wir jetzt raus und zurückflattern. Aber das ist auch in Ordnung so. Also da unten, da wird es schon auch wieder heftiger. Das waren jetzt Stufe 16 oder sowas, ne? Ich mal auf. Schlangenstufe 16. Die hatten wir beim Magierturm auch, diese Stufe 16 Schlangen. Ich mache mal hier meine Notiz. Westliche Insel, Stufe 10 plus, da sind wir jetzt durch. Wir hatten Old Castle, Stufe 20 Schlangen. Das ist echt krass, wie verteilt das hier jetzt ist. Also da müssten wir nochmal rein, da müssten wir nochmal rein. Da waren die Petrify gemacht haben. Da müssten wir später irgendwann nochmal hin. Die Swamp Cave war komplett durch. Naja. Okay. Dann. Ja, und die Wüste, die können wir natürlich auch irgendwann mal angehen. Aber dann macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt zum Magierturm zurückzukehren. Also wir gehen erstmal dahin zum Vor und werden da die Stufe steigern. Gucken wir mal, was wir hier Schönes bekommen. Da müssen wir rein. So, Cleansing of Mind und Chain Lightning. Okay, schreibt mir das mal gerade auf, damit wir uns das angucken und ich das nicht vergesse. Chain Lightning, Cleansing. Okay, und wir haben einen Punkt, da gucken wir gleich mal. Dann haben wir Adventurer's Ballad. Adventurer's Ballad. Okay, zack. Dann haben wir bei ihm nix. Dann auch natürlich nix und nix. Da haben wir auch wieder dasselbe. Okay. Und so. Jetzt haben wir die Punkte wieder zum Verteilen. Die verteile ich aber später erst. Jetzt gucken wir erstmal. Wir haben Chain Lightning. Lightning Damage auf alle. 33 bis 132. Ja. Naja, der gefällt mir mal gar nicht. Der hat halt einen höheren Maximalschaden, aber einen niedrigeren Minimalschaden. Also wenn man das jetzt auf 165 durch 2, sind halt 80, 82. Und das hier, das sind halt 70 Durchschnittsschaden. Dafür kostet der mehr als doppelt so viel. Also vielleicht noch auf der höchsten Stufe ist, aber der sieht mir jetzt nicht wahnsinnig effizient aus, muss ich sagen. Den werden wir wahrscheinlich nicht verwenden, weil das ist so viel weniger mehr Schaden. Es sei denn, man hat, es gibt irgendeine Fähigkeit, was auf einer Waffe ist. Moment. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Es gab irgendwas, wo die zweimal würfeln und dann das Höhere nehmen. Ja, genau. Wizardry. Rolls twice for magical damage from spells during combat, the better roll is used. Das macht da halt dann wahnsinnigen Unterschied, wenn die Spannweite halt so groß ist, weil man dann halt eine höhere Chance, also eine gute Chance hat, was Höheres zu bekommen. Aber ohne Wizardry, das ist beispielsweise auch sowas, da muss man auf jeden Fall schauen, dass das an zwei unterschiedliche Magier geht. Also die violetten Dinger, die sind halt schon sehr gut. Visibility, ja, okay.
Levitation. Maximum. Okay, ja. Warm. Frost. Vitality. Einfach 5 Schaden weniger ist auch schon extrem. Und Heroism ist auch super. Okay, also das. Moment. Die war nicht besonders gut. Und Cleaning, was ist Cleansing of Mind? Mesmerized and Confused. Okay, das hatte ich noch gar nicht gesehen, aber es ist natürlich gut, dass wir das schon haben. Aber Petrified haben wir damit leider immer noch nicht. Ah, was ist denn das? Adventurous Ballad. Okay, für 750 Arcane ist die höchste Stufe. Ob der da je drankommen wird? Ich glaube nicht. Resistance to Confusion 10, Dexterity plus 3. Ja, okay. Kostet 31. Damit pumpt er sich natürlich dann direkt leer wieder. 40 direkt an Mana draufgegangen. Naja, ist, ne? Geht so. Ja, da muss ich leider sagen, haben wir so ziemlich nichts dazu bekommen, weil die neuen Zauber sind. Also der Cleansing ist schon gut, aber den braucht man nicht. Noch nicht. Und der ist nicht wahnsinnig brauchbar. Und den. Da weiß ich noch nicht mal, ob wir den benutzen sollten. Weil Dexterity 3 wahrscheinlich zu wenig ist und diese 30 Mana möglicherweise nicht wert ist. Weil wir den brauchen wir ja auch noch als Healer. Und das hier sind Haufen, das sind ja halt 3-4 Heals, die wir da mit diesem einen Zauber verballern. Das ist es, glaube ich, nicht wert. Okay, dann gucken wir mal gerade. Brauchen wir mehr Arcane oder mehr Mana? Ich glaube, mit Arcane, also mit Knowledge, kommen wir hier sowieso an nichts mehr dran. Die sind so weit weg, dass das, ja, da kommen wir nichts dran. Also da können wir besser auf Mana gehen. Der kann immer Arcane bekommen, Knowledge nehmen, weil er sonst an die Sachen überhaupt nicht drankommt. Und der ist halt immer hinterher mit den Sachen. Das heißt, man baut ihn natürlich immer noch weiter in einen schlechten Bereich auf. Mit der Klasse bin ich nicht wirklich zufrieden. Dann haben wir... ja, da natürlich die ähnliche Situation wie da. Wir haben die Zauber, die wir sprechen wollen, die sind schon alle gemaxt. Das heißt, da macht auch nur Mana Sinn. Und... hier könnten wir den Mass Heal noch, aber da brauchen wir 250 für. Regeneration, Restoration, die sind auch zu weit weg. Also bei allen Mana, außer bei ihm. Also Willpower ist es, ja. Na? Ja. Willpower. Da machen wir mal Knowledge. Dann machen wir hier Willpower. Und da auch Willpower. Und dann hätten wir die drei. Und da könnten wir eventuell auch mal weiter Dexterity steigern. Auch um die Gegner besser zu treffen. Und da mal ein bisschen Ausweichchance bekommen wir auch dazu. Ich weiß nicht, wie viel da so der Sweet Spot ist, falls es da einen geben sollte. Aber machen wir mal so. Theoretisch, also die kann man jederzeit auch wieder umbauen. Das ist eben auch kein Problem. So, ja, was machen wir jetzt? Wir gehen zu dem Magierturm. Ich glaube, das ist die 4 Stunden. Das können wir laufen schneller. Mhm. Da gehen wir dann nach unten. Ab in die Geheimtür hier und nach unten. Ja, okay. Das geht auf jeden Fall. Dann machen wir unsere... Ja, Regeneration muss an. Den Magic Shield muss an. Und von dem machen wir nur die Ballade an. Das hier lohnt sich nicht. Von der Mana ist das ist zu teuer. So. Naja, dann dürfen wir auch direkt heilen. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Mm-hmm.
Der hält halt auch nicht viel aus. Ja, das... Da hacken wir einfach mal weiter drauf. Okay, jetzt haben wir zwei. Dann sollten wir schon gucken, was wir den einen loswerden. Machen wir einen Feuerball. Und nochmal einen Feuerball. Der ist jetzt bei 8. Okay. Wir brauchen immer noch keine Heilung. Da sollten wir jetzt anfangen. Da. Ja, Schaden machen. Aber das ist halt auch jetzt kein wahnsinnig starker Gegner. Hier. Der hatte aber immer die ganze Zeit AOE-Schaden gemacht. Dann machen wir mal hier den Lightning wieder. Der Lightning ist gut, der ist halt effizient. So, da haben wir noch einen. Dann holen wir uns mal unseren Petrified-Typen wieder, Paralyzed wieder zurück. Was war denn das überhaupt für ein Zauber? Ja, Cure Paralysis. Ist natürlich auch nicht günstig, aber... So. Und... Ja, dadurch, dass der sowieso die ganze Zeit Gruppenschaden macht, machen wir mal den. Und da kriegen halt die Magier richtig Schaden. Ja. Also deshalb da, bei sowas macht es dann irgendwo Sinn, dass die Magier auch ordentlich Hitpoints haben, weil die ansonsten bei sowas hier drauf gehen würden. Bleiben. So, Mass Heal. Und damit sollte der dann auch... 4, okay. Attack! So. 500. Okay, das ist auch wieder so ein... Wahrscheinlich ein offener Bereich hier. Machen wir mal hier. Hier. Okay, da warten wir jetzt mal. Dann werden wir hier aber direkt auch die bösen Zauber, Lightning, ja, die Lightning-Zauber verwenden, damit wir da den möglichst tot bekommen, bevor der andere dazukommt, falls der denn dazukommt. Ja, da ist er. Hier, dann mal da drauf. Jawohl. Ja, mach mal weiter. Ja. Merci. Oh, gut getroffen. Hier. Die haben natürlich da jetzt auch nicht mehr viel. Okay, da ist der nächste. Warten. Okay, da können wir jetzt nach vorne. Der tut halt nicht viel, außer dieses, dass der die paralysiert. Das kostet zwar 30 Mana, aber das ist in Ordnung, selbst wenn man das abbekommt. Den nehmen wir uns. Ja, okay. Ja. Dann müssen wir aber hier mal heilen. Da haben wir zwei böse Schlangen. Paralysiert. Nicht mehr. So. Ja, das ist schon hier. Geht natürlich jetzt auch.
bisschen ins Mana. Da haben wir irgendwie so eine Kugel. Mal gucken, ob die sich aufteilen. Ne. Das ist nicht so gut. Okay. Das heißt, das hier wird ein bisschen ungemütlich. Ja, da sollten wir wahrscheinlich jetzt alles rausknallen, was geht. Der Chain Lightning macht aber nach wie vor keinen Sinn. Muss der normale Lightning sein. Aber wir haben jetzt hier auch vom Heilen keine guten Optionen mehr. Der hat noch ein bisschen was. Ich meine, den einen kriegen wir auf jeden Fall tot. Na, wenn er jetzt den noch getroffen hätte, dann hätte es für den auch schon schlecht ausgesehen. Feuerball. Heal. Na, den anderen kriegen wir nicht weg. Also das sieht nicht gut aus. Magic Arrow. Ja, da haben wir noch Glück gehabt. Dann laufen wir weg. 500. Können wir halt jetzt machen. Ich hätte in der Taverne noch neue Nahrung kaufen sollen. Wir haben natürlich jetzt hier noch lange nicht genug für den nächsten Stufenaufstieg. Können wir den umbringen? Ja, aber das ist, glaube ich, mit sehr viel Glück verbunden. Sobald der getroffen wird, ist es halt vorbei. Und die... Oh Moment, der kann einmal casten. Ja, und AOE-Schaden ist natürlich auch noch dabei. Oh, okay, der hat Glück gehabt. Aber das Glück wird nicht lange halten. Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Was haben wir hier? Fairy, a magical creature. You saw that the orb housed a small winged creature. You decided to shatter the glass in order to free the poor fellow. Thank you, you are my personally favorite, most heroic adventurers ever. Here, take this bag of magic dust as a reward for freeing me. Okay, wir haben eine Tüte mit Magiestaub bekommen. Vielen Dank von der Fee. Da haben wir einen Kristall bekommen. Okay. Und da haben wir weitere Schlangen. Okay. Na, es ist halt... Ah, okay. Den können wir aber noch platt machen. Wo bist du hin? Okay. Magic Arrow. Es sei denn, der greift jetzt mit allem den an. Ja. Super. Und da haben wir noch eine Kiste. Kommt der jetzt auch zu mir, oder? Doof, Mann. Ich will aber nicht. Okay, die Kiste müssen wir uns später holen, fürchte ich. Ja, der will immer zu uns hin. Okay, dann müssen wir jetzt einmal zurück zur Stadt, um Nahrung zu kaufen. Also auch wieder nach da unten quasi. Da rein. So, Rest. Ja, das machen wir hier. Damit sind wir einmal komplett voll. Und dann nehmen wir das noch mit. So, jetzt könnten wir Gegenstände weglegen. Ich glaube, einen Händler hatten wir jetzt hier nicht. Deposit Items. Ja, da können wir halt Sachen jetzt reinlegen, die wir später eventuell wieder rausnehmen wollen.
So. Die Negation. Das ist alles Standard-Krams. Der Kram, den wir jetzt noch haben, der kann eigentlich komplett verkauft werden. Und da können wir jetzt aber genau bei Deposit Items die Sachen auch wieder hier, ne, rausziehen. Also hier. Okay, dann... Ja, das hier waren halt irgendwelche Adligen und so. Da können wir jetzt nichts verkaufen. Dann müssen wir irgendwann halt zurück in die Stadt. Beim nächsten Mal, dass wir halt nicht hier hingehen, sondern uns in die Stadt porten. Das hier sind sowieso 4 Stunden Laufweg gewesen. Also das sind gerade so 4 Stunden hierhin. Das macht verhältnismäßig wenig Sinn eigentlich sogar, da reinzulaufen. Okay, dann machen wir mal die letzten 2 Schlangen noch kaputt. Und das werden hier wahrscheinlich auch etwa 4 Stunden oder so sein, bis wir hier hin und her gelaufen sind. Also da werden wir jetzt nicht noch diese Buffs draufhauen. Stattdessen werden wir den hier jetzt umchain lightningen. Ja, so in etwa. Das war der im Norden. Da holen wir uns jetzt unseren Schatz. Ein Ancient Ceremonial Armor of Sorcery Resistance. Das klingt ja sehr kompliziert. Sorcery 15, Willpower 1. Ja. Aber wiegt halt 23, ne? Das ist, erscheint mir ziemlich sinnlos. Vor allem Dingen mit Willpower. Da ist halt Sorcery Resistance drauf. Also vielleicht braucht man das für irgendwas, aber... Wahrscheinlich nicht. Hä? Da bist du. Ne, dann hacken wir einfach weiter drauf. Lightning und Lightning. Da müssen wir aber jetzt einmal heilen. Ah, wieso heilen? Treffen die nicht? Der auch nicht. Lightning. Ja, weg mit dir. So. Mit Erfahrung. Okay, dann werden wir seine Mana mal wieder nutzen für Billigheilungen. So. Und dann hatten wir hier... Okay. Verfolgen die uns? Ja, aber nicht alle. Können wir hier warten? Okay, wunderbar. Dann haben wir halt nur 2. Gut. Dann... Attack. So, ein bisschen viel. Moment. Charge! Stufe 10, was haben die denn da rausgeknallt, dass der sofort gestorben ist? Okay, da sollten wir aber dann wahrscheinlich gucken, dass wir die sehr, sehr schnell exterminieren. Play Song. Lightning. Ah, der hat ordentlich getroffen. Ah ja, da kommt was. Ich weiß nicht, was für eine Schadensart das ist. Machen wir hier den Feuerball. Na, dann müssen wir eigentlich schon gezielten Heal auf den machen. Alter Falter. Okay. Was ist das? Mesmerize. Da haben wir es jetzt. Okay. Flee! Wir haben einen umgebracht. Was? Die kommen... Ach, wir haben da jetzt nur die Position getauscht. Okay. Das geht, aber wir haben... Na, wir müssten halt rasten. Moment. Da will ich mich jetzt nicht festspeichern. Wir haben Mesmerize. Da hatten wir jetzt den Spell für bekommen. Jetzt können wir auch direkt mal brauchen. 48 Mana! Alter Falter. Naja, hilft ja nichts, ne? Cool.
können wir... Okay, da haben wir jetzt einen einzelnen. Merciel, Merciel, hier. Machen wir den auch noch ein bisschen Mana leer. Lieber hätte ich das jetzt mit einer Rast gemacht, aber nein, das wollen wir nicht. Na, die wollen aber auch nicht zu uns rüber. Also die will ich auf jeden Fall einzeln bekommen. Young Sorcerer, das ist ein 15er. Der hat aber ordentlich gesessen. Ja. Hier. Okay. Hier. Bams. Ein bisschen schade ist, dass sie auch verhältnismäßig wenig Erfahrung bringen. Das ist noch einer. Magic. Hier. Hier. Da müssten wir wahrscheinlich jetzt auch schon auf Fokus gehen bei den anderen. Fokus. Fokus, weil das jetzt der schwächste Gegner ist, den wir haben und wir brauchen den Fokus irgendwann. Also die zusätzliche Mana ist das schlussendlich ja nur. Ist eigentlich ein bisschen seltsam, dieser Zauber. Den kann man eigentlich verwenden, wann man will, weil das einfach nur extra Mana ist. Man muss sich bloß einen schwachen Gegner suchen, damit das Sinn macht. Lightning. Und... da machen wir einen kleinen 200. Okay. So. Da haben wir jetzt 3, das wollen wir nicht. Die kommen aber jetzt auch wieder nicht weiter. So, da ist nur einer. Mhm. Lightning. Lightning. Hier. Schmerzen. Hier. Mess hier. Da könnten wir jetzt wieder weg. Idealerweise bekommen wir die irgendwo so weit weg, dass wir einen Ort haben, wo wir rasten können. Okay, versuchen wir noch. Der kann schon nicht mehr. Messiel. Messiel. Naja. Da müssen wir jetzt aber gucken, dass das eben halbwegs sparend ist. Also da müssten wir irgendwie, dass das sich verteilt oder so. Aber das Problem ist wahrscheinlich bei seinem Gedöns, dass der halt auch immer trifft. Dann muss ich mal... ja, da hat der zweite Heal deutlich mehr gebracht als der erste. Wir brauchen auf jeden Fall den und der muss gut treffen. Jetzt hat es aber geklappt. Ah, der... jetzt trefft auch. Victory. So. Jetzt wäre es gut. Da sind noch Gegner. Da
Das geht nicht. Wahrscheinlich stehen die Gegner da vorne drin. Wir müssen hier wieder rauskommen. Wir probieren den jetzt aus. Aber... ja, das sieht man ja jetzt, dass das eigentlich nicht so erfolgsversprechend sein kann. Ja, der hat jetzt noch 3 gehabt. Probieren wir nochmal. Aber selbst wenn wir den töten, haben wir danach halt... wir müssen die dann irgendwie wegjonglieren. Ich weiß nicht genau, ob das funktionieren kann. Ja, das ist jetzt hier nicht so schön. Ah, you feel an icy sensation on your skin. Okay, das wäre auch eine Option, dass wir da reingehen. Das macht so viel Schaden nicht. Und dann könnten wir da rasten. Also der bekommt 100 Schaden. Da sollten wir, da kann man jetzt auch mal gucken. Ja, der Lightning Resistance 0. Ah, das hat die aber auch. Vielleicht ist das gar keine Lightning, sondern Sorcery? Wieso bekommt ein... der bekommt 100 und der bekommt 100? Das müsste schon Lightning sein. Aber wieso bekommt die... doch, die bekommt auch 100, hoppla. Okay. Also es ist Lightning, aber wir haben halt hier nichts an Lightning-Zeug über. Und ich glaube, da habe ich nichts in die Bank gelegt. Wie dem auch sei, den müssten wir jetzt heilen. Da haben wir schlussendlich keine anderen Optionen, fürchte ich. Heißt natürlich, dass wir beim Rauslaufen wieder eine drauf bekommen. So. Icy Sensation. Hier ist aber sonst nichts. Okay. Jetzt können wir hier aber eben rasten. Und dann würde ich sagen, machen wir hier direkt eine Full Rest, weil wir brauchen es. So. Und wir müssen natürlich jetzt hier durch und bekommen auch direkt mal wieder ordentlich eine gezwiebelt. Und dann müssen wir das schön wieder mit Mass Heals hochheilen. Ja, oder halt mit dem hier, der günstiger ist. Und in der Situation könnten wir den auch machen. Also der ist mana effizienter. Wurde auch in den Kommentaren mal erwähnt. Den hat... der hat den auch. Ja, dann müssen wir ja sowieso machen. Ja, so. Und jetzt können wir die restlichen platt machen. So. Wir sind schon bei Stunde 18. Wir könnten... Moment. Bevor wir den angehen, ich mach die anderen, weil hier kriegen wir so viel Schaden, dass sich das auf jeden Fall auch wieder lohnt. Bei dem weiß ich nicht, weil der tickt wahrscheinlich nur einmal, aber selbst das würde wahrscheinlich eine gute Heilung sein. Geht schon. Also. Ja, Attack. Da müssen wir alles rausknallen. Die machen halt massiv viel Schaden. Halten ordentlich viel aus. Aber der Schaden von denen ist halt das, was da so richtig gemein ist. Heal. Jawohl. Attack. Lightning weg. So. Dann der nächste. Heilung. Der ist jetzt nicht so dramatisch. Aber den machen wir auch hier mal platt.
So. Nächster. Mhm. Ob das so sinnvoll war. Weg. 150. Ja, wir müssen uns mal den Weg nach außen kämpfen. Aber das ist jetzt natürlich ungesund. Nehmen wir den Starken zuerst. Und striken da aber auch mit den kritischen Sachen drauf. Heal. Lightning. Ja. Lightning. Da machen wir jetzt einen Mass Heal. Und weg. So. Und den können wir jetzt aber... Ja, die Magier haben fast keine Mana mehr, die Heiler schon, also müssten jetzt die Magier wieder kleiner zaubern. Magic Arrow und Magic Arrow, so. Okay. Das sind wieder mehrere. Okay, vielleicht bekommen wir hier einen einzelnen. Nee. Es kann aber sein. Vielleicht sollten wir da einfach rückwärts reingelaufen. Ich glaube, es war einfach Zufall. Der andere kommt aber mit Sicherheit jetzt auch gleich dazu. Da werde ich jetzt auch direkt den harten Schaden raushauen. Ja, Mesmerize. Lightning. 100. Und... mal einmal Mess hier. Okay. Na gut. Dann sollten wir den... Der hatte das, ne? Ja, der kann den aber nicht casten. Der hat auch nichts mehr. Das könnten wir aber nach dem Kampf wieder... Das heißt aber, die darf nicht mehr heilen, damit wir den wieder zurückbekommen. Was macht denn das? Magic und Special Ability. Das ist eigentlich auch vollkommen egal, ne? Also der heilt sowieso nicht. Können wir auch ewig da drauf stehen lassen. Naja, also dafür ist es das eigentlich nicht wert. Der hat halt diesen kritischen Strike, den kann er jetzt nicht benutzen. Also wir sollten es natürlich schon irgendwann heilen. Wir machen jetzt hier mal Play Song. Vielleicht reicht das auch schon. Machen wir da den Fokus und da auch. Das müssen wir sowieso machen. Hier. Und Attack. Jawohl. Okay, wunderbar. Da haben wir noch zwei. Wie sieht es aus mit der Erfahrung? 1700, also viel ist es nicht mehr. Okay, wunderbar, haben wir einzeln. Hier. Voll drauf. Und, ja, weg. Der noch. Brauchen wir noch nicht. Okay. So. Okay. Auch im Eimer. Oh, da ist ein Bötchen, mit dem wir hier in dem Keller rumfahren können. Und da ist ein Portal drin. Interessant. Gucken wir uns jetzt hier erst nochmal weiter um. Ja, das wird auch wieder sehr schmerzhaft.
Ja, ich lade nochmal gerade. So. Mal gucken, wo kommen wir denn hier... Wo kommen wir denn da raus? Aha. Icy Sensation, your skin. Lightning Resistance, 10. Okay, das heißt... Da würden wir jetzt nicht sofort von diesen Dingern gegrillt werden. Aber es macht natürlich trotzdem viel Schaden. Wir haben aber auch noch Mana. Okay, das geht. Ja, das ist immer derselbe Text. Wir haben wieder einen... Also, wir sind die Helden von dieser Fee und die belohnt uns mit irgendeinem Staub. Und ich glaube, diesen Staub, den können wir in Attribute umwandeln. Ja, okay. Der ist tot und die ist tot. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich einfach einen Mass Heal raushauen. Und ich glaube, weil wir jetzt Mitternacht haben, ist dieser Buff wieder abgelaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo man den überhaupt sehen kann. Lightning Resistance 10 temporär. Temporary Sources, da steht's, aber das wird halt hier unten irgendwo angezeigt. Da auf die andere Seite können wir noch nicht. Aber ich meine, da muss ja irgendwo ein Geheimgang oder so sein. Ja, der wird natürlich jetzt da frittiert werden. Moment, Mass hier. Wir könnten auch hier diese andere Rast machen. Aber dann hätten wir das andere sowieso wieder verloren. Moment. Ja, das ist eigentlich... Ja, das machen wir aber. Quick Rest. Mhm. Die beiden sind nach wie vor tot. Okay. Da machen wir zweimal den, dreimal den. So. Das ist ja auch interessant, ne? Dass die 101 haben und dass das ja... Okay, da, wegen der Resistenz macht das jetzt etwas weniger. Da haben wir nochmal eine Fee. Wunderbar. Hier ist aber auch sonst nichts mehr. Okay. Macht wieder 70 Schaden. Wir gucken jetzt nochmal genau die Wände ab. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Geheim... Ah, vielleicht ist hier sogar an der Wand ein Geheimgang. Ne. Da auch nicht. Ich speichere jetzt nochmal. Gehen wir hier nochmal einmal alles drüber. Und dann kann ich auch wieder laden. Hier ging es ja auch nicht weiter hoch. Also das ist auf jeden Fall das Letzte, was hier ist. Naja, ich meine, wir sind ja da hinten mit dem Portal rausgekommen. Also da wird man dann wohl sonst nicht hinkommen. Bleibt der Rest halt hier so gesehen unerkundet. Ja, aber eigentlich haben wir ja alles gesehen. Naja, okay. Also hätten wir wahrscheinlich jetzt damit auch die Höhle, den Turm fertig. Im Untergrund ist alles erledigt. Oben ist alles erledigt. Uns fehlen jetzt noch 1000 Erfahrungen für den nächsten Stufenaufstieg. Da müssen wir mal schauen, wo wir die dann wieder herbekommen. Aber sind dann doch wieder, denke ich, ganz gut vorwärts gekommen. Ja, mal schauen, was wir als nächstes Mal angehen. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Stufe schaffen und vielleicht geht es dann nochmal weiter unten an der Wüste vorbei. Das soll es für dieses Mal aber gewesen sein. Neue Folgen immer wochentags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und damit danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.